Hallöchen und willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir bauen jetzt hier an dem Gebäude weiter, und zwar die nächste Etage. Dazu suche ich mal direkt diese Stuckwände. Ich habe mir gemerkt, wie sie heißen. Reicht Stuckw? Ja, Stuckw reicht. Und zwar haben wir hier schon diesen wunderschönen Übergang gemacht von dem Tor zur nächsten Etage. Da müssen wir jetzt mal gucken. Eigentlich können wir da direkt schon die ganze Wand draufsetzen. Wo haben wir sie denn? Wo ist sie? Da hinten. Sie hat sich versteckt. So. Und zwar auf diese Höhe müsste die sein. Ja, da kommt dann das Tor. Hier haben wir wieder Türmchen. Jetzt ist die Frage, machen wir den Turm hier aus Sandstein oder aus dem Stuck? An sich würde es sich ja auch anbieten, den aus dem Sandstein zu machen. Dass wir vielleicht hier dieses ganze Ding nochmal Sandstein machen. Moment. Auch noch nicht, wie hoch wir das Türmchen machen. Brauche ich nochmal. Nee, die normale Wand. Dankeschön. Dass das hier einfach. Ja, Raster. Nochmal so ist. Und der Rest. Hier im Innenbereich dann zum Beispiel. Dann so. Also wie hier. Warte mal, dann machen wir. Setzen wir hier dran an und ziehen es einfach hier drüber. Auch das hier würde ich dann so machen. Den Turm dann auch wieder komplett aus Sandstein. Machen wir jetzt hier diese Ecke rein. Oh, ja, genau. Wieder versetzt bauen. Könnten wir dann eigentlich hier auch machen, ne? Oder da setzen wir halt so einen halben kleinen drauf. Das geht auch. So. Und da müssten wir jetzt den, denke ich mal, oben drauf setzen. Ja. Guck mal, perfekt. Das gefällt mir richtig gut mit dieser Kante da drin. Und hier machen wir dann den oben drauf. Das müsste ja die Höhe sein, ja. Damit wir hier auf die restliche Höhe kommen. Könnte man hier eigentlich auch machen, schon mal so als Akzent, ne? Weiß nicht, wie weit. Ich ziehe es erstmal bis dahin rüber. Haben wir das auch in niedrig? Ich glaube nicht, ne? Aber so dann. Dann machen wir das hier nochmal weg. Ach, guck mal, hier müssen wir auch unten die Lücke noch schließen. Haha. So. Ja. Das Ding bräuchten wir dann auch nochmal hier.
Das müssen wir ja unten rum noch mal komplett einmal langziehen teilweise. So. Da ist ja dann der Berg, das sieht man nicht. Hier die Wand müssen wir noch dicht machen. Und das. Und dann brauchen wir die Durchgänge. Wieso haben wir da nur das? Es gibt doch auch die anderen Tore. Ah, okay. Da haben wir sie. Wollte schon sagen, warum die sich denn jetzt versteckt. Ist das zu niedrig? Ja. Die Wand ist zu niedrig. Oh, dann passt das auch mit dem. Ja, es passt mit dem Brett hier auch gar nicht. Dann müssen wir das auch nochmal wegmachen. Und die Wände hier lang setzen. Gut. Ich wollte den Durchgang haben für hier. Passt, schließt auch sehr schön ab hier mit diesem Balken zu dem Sandstein hin. Passt du da drauf? Du passt da drauf. Sehr gut. Das finde ich gut. Das hier finde ich weniger gut, dass da jetzt so eine Lücke entsteht. Jetzt ist er weg. Da können wir einen Zaun hinsetzen. Das ist kein Problem. Das fixen wir mit einem Zaun. Wo brauchen wir denn vielleicht noch Türen? Hier. Hier auf jeden Fall. Hier. Hier vielleicht auch noch mal. Ja, ist gar nicht so schlecht. Wir das auch noch machen. Ansonsten glaube ich nicht, ne? Ja, hier natürlich, aber da würde ich dann auch wieder hier dieses Sandstein nehmen. Ne, ansonsten haben wir hier keine Türen, die fehlen. Schnappen wir uns die Sandsteintür, um die hier hinzusetzen. Dankeschön. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die Lücke hier wieder schließen. Entweder machen wir das so wie da. War eigentlich ganz gut, ne? Komm mal mit. Komm mal mit nach hier vorne. So. Das geht. Zack, haben wir die Lücke geschlossen. Sehr schön. Oh, ja, dann hatten wir das auch schon mal fertig. Wobei hier müssten wir auch noch eine Wand reinziehen. Dass wir hier so einen riesigen, leeren, offenen Raum haben, das stört mich. Da kann man irgendwas Cooles könnte man da noch reinsetzen. Will aber nicht schon wieder irgendwelche Läden und Servicegebäude haben. Macht halt wenig Sinn. Aber wir haben hier schon, wir haben ja hier welche, wir haben da welche, hier sollen welche hin. Das sind dann einfach wieder Gebäude, die uns finanziell ja nicht in den Ruin treiben, aber ja, dann hört doch schon so ein bisschen, ne? Fahrgeschäft macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Vor allem, weil wir thematisch gar nichts mehr haben, was hier so hinpassen würde. Und ich glaube, das geht auch nicht mit der Warteschlange, die da drunter ist.
Vielleicht habt ihr ja Ideen, was man aus diesem riesigen Bereich hier noch machen kann. Ich möchte ungern eigentlich noch mehr Warteschlange generieren. Man könnte hier natürlich hier nochmal gerade gehen und hier durchwurbeln, aber mal gucken mal, wie weit hier die Warteschlange geht. Ich glaube, das ist nicht nötig. Wir haben hier noch ausreichend Platz und wenn die, upsie, wenn die dann auch immer wieder kaputt geht, dann kommen aber einige Leute jetzt, ne? Wäre das echt doof. Hier geht immer noch keiner drauf. Warum? Wie Kinder. Oh, da ist jemand drauf. Wo sind Gedanken? Hier sind keine Gedanken. Wieso denkt ihr euch nichts über dieses Fahrgeschäft? Und hier, wie sieht das aus? Da stehen Menschen. Ja, sehr schön. Kriegen das zwar auch nicht pro Fahrt voll, aber da gehen auch ein paar Leute drauf. Sehr gut. Ja, wie gesagt, vielleicht fällt euch ja irgendwie was ein, was man hier noch machen kann. Sonst ist das echt so ein riesiger verlorener Bereich. Was echt schade ist. Wir ziehen jetzt hier erstmal die Wand durch, dass das abgetrennt ist für die Besucher. Und dann gucken wir, was wir damit vielleicht irgendwann mal machen. Dann kann man ja hier von dem Weg eine Abzweigung da reinmachen. Oder man, ja, von hier wird es schlecht, wenn hier die Schräge runter ist. Aber dann könnte man hier halt, zack, nochmal irgendwie da rein. Oder man macht hier einen echt großen, begehbaren Bereich. Müssen wir mal gucken. So, aber das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ich würde hier tatsächlich aber noch zumindest ein Stück höher gehen, bevor das Dach drauf kommt. Hier so eine 2-Meter-Wand vielleicht noch. Und dann das Dach da drauf setzen. So, einmal überall hinsetzen. Meine Stimme hat heute auch wieder Spaß daran, mich zu ärgern und einfach zu verschwinden. Ist doch nicht wahr. So, hier brauchen wir das noch. Nein. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. So. Oh, hier haben wir es vergessen. Ja, bitte einmal wieder die Rastergröße. Dankeschön. Können wir da dann nämlich gleich das Dach draufsetzen. Ich glaube, das reicht auch so von der Höhe, ne? Und hier das mit dem Sandstein, das kann hier ja dann direkt schon abschließen. Und diesen Turmbereich machen wir, wie gesagt, noch ein Stück höher. Nehmen wir das auch noch mit. Noch ein Stück. Brauche ich noch ein Stück, ne? Ich meine, es ist ein Turm. Sieht von vorne gut aus. Dann machen wir das hier auch noch mal. Der kann dann auch auf die gleiche Höhe ungefähr gehen. Ja. Ach, Stimme. Bitte. Verlass mich nicht. Ja, hier gehen wir auch höher. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen individueller arbeiten. Zumindest bei der ersten Etage, weil wir jetzt hier nicht überall die Fenster reinsetzen werden. So.
So, und das jetzt weiter nach oben. Zumindest vielleicht auch noch einen. So. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. So, dekotechnisch, bevor wir jetzt hier auch wieder Dach draufziehen, würde ich gar nicht so viel machen. Sondern auch eher nur so Beleuchtung und, ja, vielleicht so ein paar Pflanzen. Weil der richtige schicke Wartebereich ist halt dann da unten. So, dann können wir auch hier wieder an die Wand die Beleuchtung setzen. Das fand ich ganz gut, da unten. Dann hier, wenn man reinkommt, vielleicht direkt noch. Hier, bevor es runtergeht, haben wir hier den Gang. Der sollte auch ein bisschen erhellt werden. Hier natürlich auch. Da kann man die sehr schön hier hinstellen. Hängen. Und hier zwischen die beiden Dinger. Und hier oben bräuchten wir noch ein Licht. Und den Ausgang. Der ist natürlich bescheiden hässlich. Was ist halt ein Ausgang, ne? Willst du da erwarten? So. Sehr gut. Machen wir da jetzt den Deckel drauf? Achso, nee, hier könnten wir noch was gestalten. Haben wir noch Piraten drin? Nein, haben wir nicht. Einmal alles wieder, bitte. Was kann man denn hier Schönes bauen? Vielleicht passt hier ja nochmal diese Rutsche hin. Wäre eigentlich ganz praktisch mit diesem Absatz, den wir da eh drin haben. Ja. Könnten wir hier nochmal einbinden. Hier bis an die Wand. Dann stellen wir hier oben optisch natürlich Fässer hin. Und kleine Fässer. Und hier unten, weil da kommen die Fässer ja an. Und hier noch so ein Bottich mit Pflanzen drin. Da oben haben wir keinen Platz dafür. Lalalala. Hier könnte noch ein Bottich mit Pflanzen hin. Und ein Fass. Das ist hier halt so das Fasslager. Also man hat halt leider nicht so viele andere Dekorationsmöglichkeiten gefühlt. Ja, du jetzt noch so ein Skelett hinnehmen. So, Abschreckung für die Piraten hier draußen dann. Müssen wir mal gucken. Aber damit hätten wir den Bereich dann auch dekoriert. Wir können da oben noch Beleuchtung, genau, dichter hinstellen. Oder dahin. Einfach um hier noch so ein bisschen Licht reinzukriegen. Vielleicht auch nochmal das Ding irgendwo anbringen. Das macht ja auch so ein schönes Licht. Gut. Dann haben wir den Quick Pass auch dekoriert. Und können hier jetzt das Dach draufsetzen. Da würde ich dann ja auch das Holz nehmen. Ja, auf die Höhe. Hier müssen wir dann auch mit der Rundung irgendwie arbeiten.
Und können wir das hier auf der Höhe komplett machen? Eigentlich ja, ne? Vielleicht ein bisschen tief. Ja, da kann man auch mal so eine Ecke reinbauen. Das finde ich nicht so schön, dass das so durchglitscht, ne? Hat. Dann setzen wir es doch oben drauf. So. Und hier. Machen wir es auch so. Dass das immer da so durchglitscht, das ist echt blöd. Machen wir uns hier halt die Linie auch noch mal hin. So. Gut. Hier muss noch die Rundung drauf. Haben wir die hier schon irgendwo benutzt? Ich glaube nicht. Doch hier hinten. Da hinten. Komm mal her. Haben wir das auch abgeschlossen? Ja, das guckt hier halt raus, weil das bisschen eckiger ist als die Rundung selber. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie anders kaschiert. Haben wir hier noch dicht? Wieso? Wieso passt du nicht so, wie ich dich da gerne hätte? Gut, dann müssen wir es einzeln bauen. Irgendwie passt das gerade. Genau, so möchte ich das haben. Warum wolltest du jetzt nicht? Dann kann das hier theoretisch noch ein Stück höher, ne? Gucken wir dann, gucken wir dann. So, wir hätten hier einmal so das Gebäude. Dann kann man hier. Ich habe ja erst überlegt, hier schon ein Dach drauf zu setzen. Aber dann würde ich da. Die hier nehmen. So als Abschluss. So. Das sieht gut aus. Das finde ich gut. Wie sieht das aus, wenn wir das jetzt hier in diese Wand setzen? Da wäre die erst. Das sieht nicht gut aus. Okay. Dann lassen wir das so. Wieder eine Glitch-Party hier, ne? Aber kann ich leider nicht ändern. Gut, aber oh, leck nicht. Damit sind wir dann an der Stelle, gilt nicht mehr als neu, jetzt schon. Wünschte, ich hätte einen Premium-Pass. Ja, kauf dir doch einen. Wieso bist du jetzt schon nicht mehr neu? Warum geht das so schnell? Okay, wir haben aber noch eine ganze Weile, bis es veraltet ist. Da müssen wir noch rechtzeitig gucken. Dass wir hier den Imagewechsel wieder reinhauen. Weil uns das doch ordentlich wieder nach hinten boostet. Wir das bei vielen Fahrgeschäften halt nicht mehr machen können. Das zum Beispiel. Das auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Ja, alle, die wir hier hinten. Ach, selbst du schon nicht mehr, alles klar. Das Riesenrad ist schon. Auch schon sehr alt. Da geht auch keiner drauf, ne? Das hat auch immer noch keine Dekoration. Was ist mit dir?
Du kannst ruhig noch so laufen. Da hauen wir jetzt mal einen Imagewechsel rein. Brauchen wir da? Doch, wir müssen was eingeben. Riesenrad. Fertig. So. Gut. Ist wieder ein bisschen neuer. Ein bisschen aufgehübscht. Ja, ich wollte aber die Folge beenden. So, wir gucken uns mal hier das wunderschöne Gebäude an, was aktuell von außen noch sehr, sehr hässlich ist. Da müssen wir dekorationsmäßig noch ordentlich dran arbeiten. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Fehlt jetzt eigentlich nur noch Dach und außen ein bisschen Dekoration. Und dann könnten wir das mehr oder weniger schon abschließen. Ich bin aber überlegen, ob ich hier nicht auch noch ein Türmchen hinsetze. Irgendwie ist diese Ecke so nackig. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Kriegen wir aber hin. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle dann fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!